Hashtag Erstlingswerk. Herzlich willkommen, Freunde der Fotografie, Freunde des bewegten Bildes und der leichten Unterhaltung. Vor 8 Wochen wusste ich noch nicht mal, wie man Videos schneidet, geschweige denn, wie man Tonspuren bearbeitet, Übergänge macht oder dergleichen. Jedoch bin ich von extern getriggert worden. Und das Ergebnis ist dieses erste Filmchen, in dem ich euch mitnehme nach Büsum, einem unserer diesjährigen Urlaubsorte, und ein bisschen gefilmt, ein bisschen fotografiert. Fotografisch nicht ganz so das, was ich mir an für sich erhofft habe, aber ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Seid nicht so kritisch. Wie gesagt, Hashtag Erstlingswerk. Und nun viel Spaß. Vielleicht hinter mir am Himmel erkennt. Das Wetter lässt ein wenig zu wünschen übrig. Dann wollen wir mal schauen. Thank you.
So, hier oben sagt man Moin. Und nach nunmehr ein paar durchwachsenen Tagen, Regen, Sonnenschein, Regen, ist es heute zwar nicht absolut sonnig, wie ihr es im Hintergrund seht, aber es ist zumindest trocken. Und heute habe ich vor, etwas zu fotografieren, was sonst gar nicht meinem Naturell entspricht. Wer mein Profil kennt, sieht, dass ich an für sich statische Motive fotografiere und schon gar nicht bei Tageslicht. Wir sind die Tage mit den Fahrrädern am Sperrwerk gewesen, Eider Sperrwerk, und dort haben wir einen Brutplatz von Seevögeln entdeckt. Ist übrigens auch bei Google Maps eingezeichnet. Ja, das soll das Ziel sein, und ob ich da irgendetwas Gutes bei hinbekomme, keine Ahnung. Also bewegte Motive und Tageslicht, das entspricht so gar nicht meinem Naturell. Jetzt werde ich erstmal den Rucksack packen. Frage ist natürlich, was nimmt man mit? Okay, von den Brennweiten her 70-200, 2,8. Kameras überlege ich noch. Entweder die Z6-2, kann ich mit dem ISO ein bisschen mehr spielen. Wobei ich glaube, dass ich mich für die Z7-2 entscheiden werde, damit ich mehr Möglichkeiten beim Croppen habe. Also, los geht's. Packen des Kamerarucksacks.
So, jetzt soll ich ein Intro machen. Ach du Schande. So, das ist, glaube ich, dann heute das dritte Mal, dass ich ein Intro probiere. Wie ihr seht, unschwer. Ich bin im Hafen, wir haben bestes Wetter und ja, die Tage sind um. Was soll ich euch sagen? Wir hatten gutes Wetter, wir hatten nicht so gutes Wetter. Wir hatten bedeckte Tage und wie ihr seht, wir haben sonnige Tage. Fotografisch gesehen, sag ich mal, ist nicht unbedingt das entstanden, was ich so eigentlich vorhatte. Aber ja, ich denke, so ein paar Impressionen kann ich euch zeigen. Und ja, die 14 Tage, jeden Abend habe ich mich mit Videoschnitt beschäftigt. Ich hatte keinen Laptop dabei, das heißt, ich habe mir Tutorials angeguckt, ich habe gelesen und hoffe, dass das, was jetzt am Ende dabei rauskommt, naja, zumindest sehenswert ist.